Über einen Weltmeister, der heuer wieder mitfährt, müssen wir ganz kurz noch sprechen. Kimi Räikkönen, eine ganz eigene Nummer, sage ich einmal so. Bin sehr froh, dass er wieder da ist. Belebt die ganze Geschichte. Hast du ein persönliches Erlebnis irgendwann mal gehabt mit dem Kimi? Einige, aber die kann ich nicht erzählen. Geht's mir ähnlich. Ich war mit ihm hier, also vor 5 Jahren, am Tag genau vor 5 Jahren im Übrigen, seinen ersten Grand Prix für Ferrari hier in Australien gewonnen hat. Und dann hat er es auch krachen lassen. Ja. Naja, für das ist er berühmt, aber der Kimi ist einfach ein ganz purer Charakter. Schau, was soll er erzählen? Das erste halbe Jahr, als wir gemeinsam mit Megan gesprochen sind, hat er genau ein Wort gesagt. Das war Hi. Und wir haben nie geredet miteinander. Und dann irgendwann ist er draufgekommen, dass wir dieselben Hobbys haben, Motocross fahren und Trail fahren. Und dann kann der reden wie ein Wasserfall. Aber im Prinzip mag ich ihn, weil er ganz ehrlich ist, offen und einfach pur. Ja, genau, Räikkönen so ist er, wie er ist. Und das finde ich cool. Kein Mann der großen Worte, ein Mann der großen Taten, eine, wie gesagt, ganz eigene Nummer. Unser Kimi Räikkönen im Porträt von Didi Derdak. Es fröstelt wieder im Fahrerlager der Formel 1. Weltmeister 2007, 18 Rennsiege und 62 Podestplätze stehen bereits auf Räikkönens Visitenkarte. Nach seinem Formel 1 Abschied 2009 ist Räikkönen mehr oder eher weniger erfolgreich in der Rallye-WM und in der NASCAR-Serie unterwegs. Es sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten. Die Fahrweise ist anders, weil der Untergrund verschieden ist. Aber das ändert nicht wirklich etwas am ursprünglichen Fahrstil. Natürlich muss man im Rallye-Sport bestimmte Dinge anders machen als in der Formel 1. Das sind aber Kleinigkeiten. Den 32-jährigen Finnen haben 2 Jahre Rallye-Sport nicht verändert. Die Sehnsucht zur Königsklasse des Motorsports ist immer größer geworden. Was ihm am meisten gefehlt hat? Racing, otherwise I wouldn't come back. So. Kimi Räikkönen brilliert einmal mehr mit klaren, kurzen Antworten. Im Fahrerlager ist es fast so, als wäre Kimi nie weg gewesen. I mean, it's the same people. Some people are es sind die gleichen Leute wie früher. Manche haben halt den Arbeitgeber gewechselt. Alles sieht gleich aus. Niemand hat sich verändert. Alles ist wie immer vor dem ersten Rennen. Die Wintertests verlaufen vielversprechend. Dass aber die Abläufe noch nicht ganz intus sind, zeigt das gestrige Qualifying, in dem Räikkönen bereits in Q1 ausscheidet. Ich bin zu weit rausgekommen und habe die Runde dann abgebrochen. Ich dachte eigentlich, dass ich noch genug Zeit habe für eine weitere Runde, aber niemand hat mich gewarnt, dass die Zeit abläuft. Und das war's dann eben. Der Hauptgradmesser ist Teamkollege Romain Grosjean. I don't think we have it. Wir haben keinen Teamleader. Wir haben zwei Fahrer, die für das Team arbeiten und versuchen, das Beste rauszuholen, um das Team weiterzuentwickeln. Er ist sehr gut für das Team und für mich. Wenn wir gut zusammenarbeiten, können wir viel erreichen. Wie Räikkönens zweite Formel 1-Karriere verlaufen wird, bleibt abzuwarten, aber fest steht jetzt schon, dem Unterhaltungsbetrieb Formel 1 kann ein Mann wie Räikkönen nur guttun.